da hingehen? Wenn ich wüsste, wo ich wäre, würde ich da hingehen. Würde ich mich selbst erkennen, würde ich da hinsehen. Würde ich mich selbst erkennen, würde ich da hinsehen. Doch auf der Suche nach mir selbst verliere ich immer den Verstand. Doch auf der Suche nach mir selbst verliere ich immer und den vor lauter Verstand. Yoga komme ich kaum noch zum Entspannen. Und vor lauter Yoga komme ich kaum noch zum Entspannen. In der Theorie kann ich das alles regeln. In der Theorie kann ich das alles regeln. Wie man das macht, all die Hindernisse zu umsegeln. Wie man das macht, all die Hindernisse zu umsegeln. Doch in der Realität, da weiß ich nicht, wie das geht. Weil jeden Tag ein anderer Wind weht. Keiner fickt mich außer das Leben. Aber das dafür so richtig. Und allen anderen bin ich einfach egal. Nur Gott hasst mich. Und den gibt es nicht einfach. Oh, oh, oh. Keiner fickt mich außer das Leben. Aber das dafür so richtig. Wäre, würde ich's gern vergessen. Ich glaub nicht an Gott, doch würd ihn wirklich gerne treffen. Lass mal bitte noch hier bleiben, denn die Wirklichkeit ist ätzend. Ich ess 1000 Mürbeteigplätzchen, um meinen Würgereiz zu testen. Manchmal wacht man auf, weil es so auffällig nach Kotze riecht. Wenn man draußen in der Gosse liegt. Besonders dumme Meinungen verkaufen sich als objektiv. Ich wollte mit Jesus reden, jetzt hab ich Hausverbot im Gottesdienst. Alles gut, ich guck jeden an mit Hundeblick. Hat noch nie geklappt, ein Leben lang unterfickt. Erst wird rumgekippt, dann wird umgekippt. Alles geht ums eine, ob auf dem oder unterm Strich. Und sie sagen, dass das Leben meine Note wär. Müsste ich es da nicht ficken? Bei mir ist es umgekehrt. Doch dafür hat es mir auch schon mal ein Drink spendiert. Wenn man seinen Wert nicht kennt, kann man nicht in sich investieren. Keiner fickt mich außer das Leben. Aber das dafür so richtig. Und allen anderen bin ich einfach egal. Nur Gott hasst mich. Und den gibt es nicht einfach. Oh, oh, oh. Keiner fickt mich außer das Leben. Aber das dafür so richtig. Ich weiß ja auch nicht, wenn ich es wüsste, das wäre gut. Dann würde ich wissen, woran es läge und was man dagegen tut. Ach, wie geil!